Ja, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Bücherrunde mit mir. Diesmal lese ich nichts vor, sondern ich stelle euch Titel aus dem Hirschkäfer Verlag vor, also aus meinem Verlag. Und diesmal habe ich zwei Bücher zum Thema Polizei dabei. Zum einen hier die Chronik der Münchner Polizei, zum anderen hier das Polizeipräsidium München in 110 Objekten. Gemeinsam mit dem Blaulicht e.V., das ist ein Verein von aktiven und nicht mehr aktiven Polizeibeamten, habe ich diese Bücher herausgegeben und bei dem Buch habe ich sogar mitgeschrieben, bei dem hier nicht. Aber ich werde euch mal ganz kurz ein bisschen was dazu erklären. Das hier ist tatsächlich eine Chronik der Polizei, man kann es hier ja auch ganz gut sehen, von Beginn, also von der Gründung Münchens an, von 1158 bis heute. Das ist zum einen eine tolle Übersicht über die ganz verschiedenen Perioden der Geschichte der Polizei, ja, bis zum Beispiel Weimarer Republik oder auch natürlich dann Krieg und NS-Zeit und Nachkriegszeit. Es ist natürlich dann alles drin über den Übergang von der Stadtpolizei zur Staatspolizei. Es sind ein paar spannende Kriminalfälle auch, die detailliert erläutert werden drinnen. Und das Tolle daran ist, dass alle über 50 Autoren, die damit gearbeitet haben, alle ehemalige oder noch im Dienst befindliche Polizeibeamte sind, die genau wissen, wovon sie schreiben. Der zweite Titel, den ich zusammen mit dem Münchner Blaulicht e.V. rausgebracht habe, ist das hier mit den 110, ihr versteht, 110, Objekten. Da geht es dann eher so darum, welche 110 Objekte oder Objekt ist hier ein sehr weit gefasster Begriff, für die Polizei in München wichtig sind. Da sind dann verschiedene Sachen, natürlich Handschellen und sowas, das kennt man ja. Aber ich habe für euch mal zwei, drei besondere Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel, Beispiel Nummer 37, die Dienstkatzen. Es gibt tatsächlich Polizeikatzen. Ja? Was die machen, könnt ihr hier nachlesen. Oder das hier. Das hier ist der erste Obduktionstisch in der Pathologie, der tatsächlich dazu diente, als allererster Tisch Mordfälle, Leichen zu obduzieren. Und als drittes Beispiel habe ich euch noch was Verrücktes mitgebracht. Es gibt tatsächlich mitten in der Münchner Innenstadt bei einem Polizeidienststelle einen Parkplatz nur für Pferde. Da dürfen nur Dienstpferde angeparkt werden. Ja. Da steht auch extra, hier sieht man jetzt natürlich nicht, aber ihr könnt es dann nachlesen, nur für Dienstpferde. Also, skurrile Sachen sind dran da, natürlich auch solche Sachen wie Drogenschnelltest etc. werden da erklärt. Tolle Sachen für die, die sich ein bisschen für Polizei und ihre Arbeit interessieren. Wirklich Informationen aus allererster Hand. Die Bücher könnt ihr natürlich im Buchladen bestellen oder kaufen oder aber beim Hirschkäfer Verlag im Online-Shop, wird hier unten eingeblendet. Ja, vielleicht habt ihr ja Verwandte oder Freunde, die sich für die Polizeiarbeit interessieren. Wäre ein tolles Geschenk für die. Und ich würde mich freuen, wenn wir bald wieder zu einer Bücherrunde zusammenkommen. Bis dahin bleibt sauber und wir sehen uns.